Der Nationenpreis von St. Gallen ist beendet. Ein spannendes Springen haben wir gesehen mit den Italienern als Sieger. Und die Heimmannschaft der Schweiz belegte Rang 2. Es gab nur 3 Doppelnuller in diesem Springen und einer der 3 Doppelnuller, Steve Gerdard. Deine Bianca, die machte heute auch den Eindruck, als wenn sie wusste, worum es geht. Und sie war unglaublich quirlig und motiviert, oder? Ja, also ich glaube, sie ist auch meistens so, dass sie ein Pferd mit unglaublich viel Energie, und es ist eben manchmal noch ein bisschen schwierig, eben diese Energie im Griff zu haben, und es wird ja immer besser. Sie ist immer noch, letztes Jahr hat sie angefangen, das alles mitzumachen, aber alles war immer erstes Mal für sie, und dieses Jahr kommt sie eigentlich noch viel stärker, und das Gefühl ist absolut unglaublich, und man hat, glaube ich, gesehen, letzte Woche in Rom war sie auch schon doppelt und im Nationenpreis, da war aber, glaube ich, absolut 2 perfekte Runden. Heute war alles noch ein bisschen wilder, sie hat noch halt ein bisschen weniger Erfahrung auf Gras, und zu Hause vielleicht eben diese Übermotivation spielt vielleicht auch noch eine kleine Rolle, aber ich kann nur so unglaublich stolz und dankbar sein, dass ich so ein Pferd im Stall habe. Also dieses Pferd hat unglaubliches Potenzial, und ich habe es schon immer gewusst, und das Gefühl drauf ist nochmal was anderes. Da hat man wirklich fast auf jedem Sprung das Gefühl, dass man fliegt, und das habe ich. Ich habe schon, glaube ich, viel Glück gehabt und absolute, unglaubliche, tolle Pferde reiten dürfen. Dieses Gefühl habe ich aber selten gehabt, und ich nehme noch so viel Spaß im Parcours mit ihr, und das ist wirklich unglaublich. Und wo das noch alles hingeht, weiß ich nicht, aber sie hat es sicher verdient, dass sie mal was ganz Großes gewinnt.